Guten Morgen Deutschland und natürlich auch guten Morgen an all unsere Fans im Ausland. Ob wir auch Fans in Nepal haben, weiß ich nicht. Aber genau um dieses Land geht es heute. Zumindest könnte sich Nepal für uns interessieren, denn auch dort haben Marionetten eine lange und beliebte Tradition. Und selbst Honig wird in diesem Land gejagt. Ja, kein Scherz, gejagt. Aber mehr weiß ich nicht über Nepal. Gut, dass wir unseren Luzi haben. Schalten wir doch mal direkt zu ihm rüber. Hallo Luzi. Ja, hallo meine Lieben und ganz liebe Grüße hier aus Nepal. Ja, Jack, eins vorab. Ja, du hast recht, tatsächlich wird hier in Nepal Honig gejagt, aber kein normaler Honig, sondern eine der gefährlichsten Honigsorten der Welt, wenn nicht sogar der gefährlichste der Welt, denn dieser wird von den Bienen gemacht aus, richtig, Rhododendronblüten. Dadurch wirkt der Honig auch halluzinogen. Der Honig hat Vor- und Nachteile. Wenn man wenig nimmt, ist er gesundheitsfördernd. Wenn man ein Mittelmaß nimmt, wirkt er halluzinogen. Wenn man etwas mehr nimmt, dann ist er giftig. Und wenn man zu viel nimmt, kann er auch tödlich werden. Also, eine ganz, ganz kuriose Sache ist der nepalesische Honig. Ja, kann man sich so ungefähr vorstellen, ne? Die nepalesischen Honigjäger, also die gehen da zweimal im Jahr auf die Jagd und suchen den Honig in schwindelerregender Höhe. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen. Morgens aufstehen, aus dem Haus, Honig jagen, abends nach Hause kommen, Brote schmieren. Ne, um das mal mit den Worten eines bekannten Moderators aus dem deutschen Fernsehen zu sagen. So, das aber zum nepalesischen Honig. Ich will hier nämlich keine Werbung dafür machen, für halluzinogene Lebensmittel. Aber auch das ist natürlich ein kultureller Bestandteil von Nepal. Aber am besten ist, wenn ihr da alle die Finger von lasst, besonders wenn ihr noch nicht volljährig seid. Ne? Da gibt's auch anderen leckeren Honig, der weniger besorgniserregend ist. So, aber jetzt zurück zum Land. Das, was ihr jetzt hinter mir seht, das ist die nepalesische Flagge. Und nein, da habe ich nichts abgeschnitten. Nepal ist tatsächlich das einzige Land der Welt, welche eine Staatsflagge besitzt, die aus zwei Dreiecken besteht. Jetzt schauen wir aber mal, wo Nepal eigentlich liegt. Das Land liegt nämlich in Südasien und grenzt an China, genau gesagt an Tibet und an Indien. Am meisten hat es jedoch in vielen Kulturen Ähnlichkeit mit dem Land Bhutan. Über Bhutan habe ich euch auch schon erzählt in der letzten Staffel. Für die, die sich noch dran erinnern. Ansonsten für die, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, schaut gerne da mal rein. Bis zum 28.05.2018 war das Land ein Königreich. Seit diesem Tag ist das Land jedoch eine Republik, welche von einem Präsidenten oder auch mal von einer Präsidentin regiert wird. Nepal wird auch oft das Dach der Welt genannt und das nicht ohne Grund. Über 40% des Landes liegen auf 3000 Metern Höhe oder liegen sogar noch höher. Und von den 10 höchsten Bergen der Welt findet man hier respektable 7. Ja,
7 allein davon sind tatsächlich hier in Nepal. Es befinden sich hier das Himalaya-Gebirge und natürlich auch der berühmte Berg Mount Everest, dessen Spitze mit einer Höhe von 8848 Metern den höchsten Punkt der Erde darstellt. Die Amtssprache in Nepal ist Nepali, welche auch Nepalesisch genannt wird. Wer jetzt denkt, dass Nepali nur in Nepal gesprochen wird, der irrt. Denn die Sprache wird unter anderem auch in Bhutan und in Indien sogar als eine der Amtssprachen gesprochen. Offiziell ist Nepal mittlerweile eine parlamentarische Republik, also eine Bundesrepublik. Nepal hat eine Größe von 147.516 Quadratkilometern, von denen 4.000 Quadratkilometer Binnengewässer sind und 28,6 Millionen Einwohner hat das Land auch. Das Land ist also auch ein Binnenstaat und damit auch eines der wichtigsten, zumindest für die Nachbarländer. Das Land besitzt eine eigene Währung und zwar die nepalesische Rupie, aber auch die indische Rupie ist hier vertreten. Eine eigene Nationalhymne hat das Land natürlich auch und Feiertage mehr als genug. Nepal ist das Land der Feiertage, denn hier gibt es mehr Feiertage als das Jahr Tage hat. Tatsächlich ist kein Scherz, so haben einige Tage hier mehrere Gründe, warum gefeiert werden kann. Der tiefste Punkt des Landes liegt hier auf 70 Metern. Aber immer noch ganz anständig an Höhe, nicht wahr? Nepal ist der durchschnittlich höchstgelegene Staat der Welt. Im Himalaya ist übrigens auch das tiefste Tal der Erde zu finden. Also mit Höhen und Tiefen kennt sich das Land bestens aus. Auch politisch und infrastrukturell gesehen. Und wenn man mal keine Berge sieht, sieht man Flüsse. Davon hat Nepal nämlich auch mehr als genug. Es gibt hier zwar auch Transportmittel wie Autos, Eisenbahnen, Flugzeuge, Boote und Co. Aber die besten Fortbewegungsmittel sind hier immer noch die eigenen Füße. Über 100 verschiedene ethnische Gruppen und 124 verschiedene Sprachen und Dialekte sind hier vertreten. Ähnlich wie in Indien findet man hier auch das sogenannte Kastensystem. Wenn auch nicht so streng, aber immer noch streng genug. Je nachdem, in was für eine Kaste man hineingeboren wird, bekommt man mehr berufliche Möglichkeiten und Anerkennung. Unter anderem natürlich, ne? Aber je höher die Kaste, umso größer der Vorteil. Aber in welche Kaste man reingeboren wird, das kann man sich ja leider nicht aussuchen, ne? Ja. Unterscheiden kann man das dann an den farbigen Punkten auf der Stirn, ne? Wer zu welcher Kaste gehört oder wer welchen Rang hat. Religiös betrachtet ist Nepal zu 81,34% hinduistisch und zu 9,04% buddhistisch. Die restlichen Gläubigen sind Moslems, Christen, Sikhs, Bahaya, Schamanen und Zeugen Jehovas. Viele Gläubige glauben aber auch, dass einige Götter neutrale Naturgötter sind und weder buddhistisch noch hinduistisch noch zu sonst einer Religion direkt gehören. Die meisten Orte in Nepal sind bäuerlich oder wenigstens ländlich geprägt. Nur 15% der Gesamtbevölkerung leben in Städten. Damit ist Nepal auch das Land mit der niedrigsten Stadtbevölkerung weltweit. Also ganz ehrlich, schaut euch mal in den Guinness-Weltrekordbüchern um. Da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Eintragungen bei Nepal. Also würde mich nicht wundern. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber garantiert.
Nepal versucht sich oft und gerne selbst zu verwalten, jedoch ist das unheimlich schwer und klappt durch fehlende Ressourcen nicht immer. Über die Hälfte der Einwohner leben an der Grenze zu Indien. Dort entstehen auch zurzeit die meisten Städte. Die Analphabetenrate ist leider hoch. 35,3% der Gesamtbevölkerung kann weder lesen noch schreiben. Besonders Frauen haben darunter zu leiden. Jede zweite bis dritte kann mit Büchern und Stiften nicht viel anfangen. Das soll in Zukunft aber besser werden. Umgerechnet sind schon über 43 Millionen Euro in das neue Bildungssystem geflossen, um mehr Jungen und Mädchen eine vernünftige Schulbildung zu ermöglichen. Auch im Bereich Gesundheit wird es immer besser und die Menschen leben viel länger und gesünder als noch zum Beispiel vor wenigen Jahrzehnten. Zum Beispiel 1955 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern und Frauen, jetzt haltet euch fest, noch 34 Jahre. Älter wurden die Leute durchschnittlich nicht. 2020 betrug sie schon 70,8 Jahre. Also wenn das nicht respektabel ist. Bis zum 14. Jahrhundert stand Nepal übrigens unter indischer Herrschaft. Bewaffnete Streitigkeiten gab es meist in der Vergangenheit zwischen Monarchie und Kommunismus des Landes. Es gibt hier Zeitungen, Fernsehen, Radio und vereinzelt auch Internet und Handys, aber es ist hier nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel bei euch in Europa. Sich kritisch zu äußern ist zwar in der Öffentlichkeit möglich, aber schwierig und manchmal auch mit Gefahren verbunden. Nepal hat eine eigene Polizei, jedoch ist das Vertrauen in die Polizei von der Bevölkerung aus sehr gering. Die Diskriminierung in diesem Land ist zwar hoch, war jedoch schon mal höher, also auch da wird was getan. Mittlerweile duldet man hier sogar schon homosexuelle Menschen. War auch nicht immer der Fall. Die nepalesische Staatsbürgerschaft ist auch unheimlich schwer zu bekommen mittlerweile. Nicht jeder, der in Nepal geboren wird, hat automatisch diese Staatsbürgerschaft. Und das aus einem einfachen, aber traurigen Grund. Die nepalesische Staatsbürgerschaft kann nämlich nur von den Vätern an die Kinder weitergegeben werden. Kinder von alleinerziehenden Müttern sind automatisch staatenlos und werden weniger vom Staat unterstützt. Man versucht, da das Gesetz zu kippen, dass es bald keine staatenlosen Kinder mehr in Nepal gibt oder nicht mehr so viele, aber aktuell ist es bislang ohne Erfolg oder halt nur mit sehr wenig Erfolg. Ne? Naja, auch gehört Nepal zu den ärmsten Ländern der Welt. Durchschnittlich verdient hier ein Arbeiter etwa 730 Dollar im Jahr. Also das, was man in Deutschland im Brutto vielleicht mal monatlich bekommt. Ne, man bekommt ja so zwischen 600 bis 800 Euro monatlich, so als Normalverdiener. Ja, das bekommen die Leute im Jahr. Ne, also, dass man sich das mal so vor Augen führen kann, wie wenig das eigentlich ist. Immerhin bringt der Tourismus etwa 30% der Landeseinnahmen ein. Der Hauptwirtschaftszweig ist jedoch die Landwirtschaft. Das Land hat auch viele Bodenschätze wie Rohstoffe und Metalle, jedoch können sie kaum abgebaut werden, da es durch die starke Erhebung des Landes kaum möglich ist, dran zu kommen. Es gibt hier zwar auch Straßen, jedoch nur sehr wenige. Verständlich bei den Landeshöhen, nicht wahr? Musik und Tanz ist hier überall verbreitet, unheimlich beliebt und sehr wichtig für den Fortbestand der Traditionen. Hier ist Musik noch ein ganz großer Teil des Lebens. Altes, aber auch neumodisches, wie
besonders Jazz im Vergleich zu der altmodischen Musik ist Jazz schon neumodisch. In Nepal ist hier musikalisch auch verankert. Und auch Marionetten sind hier sehr beliebt. Ne? Sagtest du ja am Anfang auch schon, Jack. Diese sehen zwar oft aus wie nepalesische Götter und Geister, das seht ihr hier, aber ja, die sind hier auch viel vertreten und ja, das ist ja auch ein Teil der Kultur, ne? Und ja, es ist schon, ja, es sieht für uns ein bisschen ungewöhnlich aus, aber ja, warum nicht, ne? Marionetten sind Marionetten. Finde ich auf jeden Fall cool. Sportlich interessiert man sich hier am meisten für Fußball und Cricket. Ja, und das war es auch schon wieder. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mal nach Nepal zu kommen, macht es ruhig, lernt Land und Kultur, die Menschen, die Stadtbevölkerung, die Landbevölkerung, Flora und Fauna, lernt ruhig alles kennen. Die Sprache, die Eindrücke, alles in diesem Land hat seine besonderen Reize und ist auf irgendeine Art und Weise auch einzigartig. Nepal hat sehr viel Positives und nicht so Positives an Rekorden aufgestellt. Es ist ein Land, was einen in seinen Bann zieht und man denkt sich einfach nur, wow. Auch Nepal ist ein Land, was mit keinem anderen Land vergleichbar ist. Und ja, es gibt zwar sehr viel Armut hier, aber wenig Kriminalität. Zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, also gönnt euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, und ja, schenkt euch dann selber eine unvergessliche Reise zum Dach der Welt, ne, nach Nepal. Zu guter Letzt möchte ich euch aber noch als kleinen Bonus ein paar interessante Sachen zu Nepal sagen. Zum einen, eine verkehrte Welt stellt Nepal im Bereich Gestik dar, denn das Kopfschütteln, das für uns als Nein gilt, heißt in Nepal Ja. Da muss man also dann aufpassen und darf sich nicht verwirren lassen. Shorts, Tanktops oder andere kurze Klamotten können, wenn man nach Nepal reist, ruhig zu Hause gelassen werden. Zum einen, Nepal ist nicht besonders warm, also ne, lieber wärmere Klamotten anziehen. Und zum anderen, die Kleidung sollte hier in Nepal mindestens die Schultern und Knie oder besser noch die Unterschenkel bedecken. Alles andere gilt hier nämlich als unhöflich und anstößig. Und auch mit dem Körperkontakt haben es die Nepali nicht so sehr, denn wenn man sich in Nepal in der Öffentlichkeit küsst, ist das schon verboten. Auch Händchen halten oder sonst was, geht gar nicht. Auch wenn man verheiratet ist, ist total egal, ne? Und ja, der Kopf eines jeden Menschen wird in Nepal als das heiligste Körperteil überhaupt betrachtet. Und daher ist auch das Berühren des Kopfes unerwünscht. Ja, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, wenn die dann mal beim Friseur sind. Oder entfällt dann das? Ich weiß es nicht. Ich war jetzt während meiner Zeit hier in Nepal bei keinem Friseur.
aber vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Viele Festivals sind Hindu-Festivals übrigens und halten sich nicht an ein exaktes Datum, sondern orientieren sich am Mondkalender. Ja, das habt ihr auch nicht gewusst, wa? Nepal ist auch bekannt für wunderschöne Tempel und Schnitzereien, wie halt erwähnt die Marionetten. Besonders im Kathmandu-Tal könnt ihr die tiefe Götterverbundenheit der Nepalis spüren. In Kathmandu, Pathohan und Bhaktapur. Boah, das sind mal Namen, ne? Aber genau dort kommt man der Geschichte der Landeskunst um einiges näher. Zum Thema Religion kann ich euch noch was Interessantes sagen, und zwar der Überlieferung nach ist Nepal der Geburtsort von Buddha, aber dennoch gibt es hier nur 10% an Buddhisten und 80% Hindus. Komisch, aber ist so. Nepali unterscheiden auch zwischen rein und unrein. Als unrein gelten zum Beispiel Lebensmittel und Materialien, die von jemand anderem mit dem Mund berührt wurden. Füße und die linke Hand sind ebenfalls unrein. Deshalb auch bitte nicht über jemanden darüber steigen oder mit den Füßen deuten. Kuhmist hingegen gilt als rein, da Kühe in Nepal heilig sind, wie halt drüben in Indien. Und zugleich ist die Kuh auch das Nationaltier in Nepal. Aus diesem Grund essen Nepali auch kein Rindfleisch. Mit Lederutensilien darf man deshalb auch keinen Tempel betreten. Ist tatsächlich strikt verboten. Ja, das waren auch noch so ein paar Sachen, die ich euch noch mal eben auf die Schnelle erzählt haben wollte. Morgen geht's schon wieder weiter mit einem neuen Land, denn ich werde noch heute Nepal verlassen. Länger war auch nicht meine Aufenthaltsgenehmigung. Und ja, da bin ich dann schon morgen im nächsten Land, und zwar in Singapur. In dem vorletzten Land für diese Staffel. Also, macht's gut und ich hoffe bis morgen. Danke, lieber Luzi, und bei euch sage ich auch Danke, und zwar fürs Einschalten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns schon morgen wiedersehen. Mehr habe ich für heute nicht mehr zu sagen, als bis dahin. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und tschüsseli!